Servus zusammen, es ist Dienstagabend, wir haben den 14. Juni und ich ziehe den Mittwochsfilm vor, denn ich habe ja morgen Abend dieses Webinar, ich stelle auch nachher nochmal den Link drunter, das ist um 18 Uhr und deswegen danach habe ich bestimmt keine Stimme mehr und vor dem Hintergrund habe ich das jetzt mal auf heute vorgezogen. Hier ist der DAX und ich hole den mal ein bisschen länger ran. Das ist das Corona-Tief hier vom 16.03.2020. 8.255. Wenn ich da mal die Fibos anlege, bis hoch zum High, dann komme ich hier auf das 38er Retrace bei 18.211. Das will ich zumindest mal wissen, wo da eins ist. Momentan glaube ich, werden die nicht allzu viel helfen, aber ich will es zumindest wissen, wo das ist. Das heißt aber auch, der Freund hat noch lange Platz, um die Fibos abzulaufen, die langen Fibos. Ich hatte ja hier letzte Woche schon gesagt, wenn wir diesen Punkt unterbieten, das waren die 13.683, dann wird es nochmal ein bisschen schlimmer und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir den gesamten Trendkanal hier komplett ausfüllen. Diese Möglichkeit besteht weiterhin. Was mir aufgefallen ist, es ist ja nicht nur die Aktien, die verkauft werden, es ist Gold, es ist Silber, es sind natürlich vor allem die Bitcoins, es sind die Aktien, die Währungen. Also da wird alles querbeet verkauft, außer im Öl. Deswegen, mir geht es jetzt darum, weil ich das immer wieder mitkriege, so, oh, das ist doch jetzt schon so viel gefallen, jetzt muss ich mal was kaufen. Ich will das nicht verteufeln, wenn das einer macht, nur bitte mit einem Volumen, was vertretbar ist. Ich hatte auch am Freitag gesagt, ich habe Kleinigkeiten angefangen in Commerzbank. Da gingen sie unter 8, jetzt sind sie bei 7,51. Ich habe zweimal nachgekauft. Allerdings sind es insgesamt jetzt nur 15% dessen, was ich bereit wäre, im Extremfall zu machen. Deutsche Bank habe ich gekauft bei 9,75, 9,50 und 9,25. Und die nächsten bestelle ich schon mal bei 9. Aber auch hier wirklich nur Kleinzeug. Ich habe das von mir mal angeschaut. Also ich bin momentan zu 10% investiert, dessen, was ich machen kann. Ich halte hier echtes Pulver trocken. Es gibt ein paar Bewegungen, und damit meine ich jetzt nicht so Zeug wie HelloFresh oder sowas, sondern ein paar Bewegungen in Werten, die sind einfach heftig. Dazu zählt auch sowas wie L'Oreal, mal ein bisschen weg vom DAX, ja, aber auch Sartorius, ja, die haben jetzt auch schon fast wieder 100 Euro verloren. Es gibt aber auch andere Werte, die halten sich noch relativ gut. So eine ING ist gut, UniCredit ist okay, aber die haben sie auch letzte Woche heftigst verprügelt. Also gehen wir einfach mal die Punkte durch. Das sage ich als Gefahr und sehe es weiterhin. Die Bänder gehen auf Tagessicht, gehen komplett auf. Und solange das obere jetzt hier nicht irgendwann mal die Kurve kriegt, muss ich davon ausgehen, dass sich der Markt weiter nach unten bewegt. Dann haben wir diesen Trendkanal. Ich würde mich nicht an diesem Punkt hier bei der 13.042 momentan so festhalten. Morgen ist der schon, da sind wir hier. Morgen ist der schon 13.011. Der ist nämlich auch zweimal hier um 170 Punkte einmal und das zweite Mal hier unterboten worden. Also ich lege da jetzt nicht unbedingt ein Limit rein. Was ich interessant finde, ist dieses Gap hier vom 8.3. Da war der Schlusskurs bei 12.831. Ich lege das mal so hin, da sind wir hier. Wenn sich das verbindet, haben wir aber noch ein paar Tage Zeit, dann halte ich dafür die Chance ganz gut, dass er da mal hält. Wir sind weiterhin negativ über den Trendfolger. Wir sind überverkauft über den Oszillator. Aber da sage ich gleich nochmal was zu. Nur weil er überverkauft ist, heißt das noch lange nicht, dass der Freund jetzt hier gleich wieder hier hochsteigt. Natürlich, nachdem wir jetzt hier von 14.709 verloren haben, auf im Moment, wo sind wir? 13.250, ganz grob, ja. Das ist eine Mordsstrecke. Man muss immer damit rechnen, dass der irgendwie auch mal schnelle 200, 300, 400 Punkte nach oben macht. Man muss aber echt aufpassen, das ist nichts anderes als eine Korrektur im Downtrend. Nichts anderes, der übergeordnete Trend ist negativ. Das fängt hier an, er ist negativ und im Moment sieht es fast so aus, also ich möchte es nicht beschreien, dass der sich hier unten ein neues Standbein holt. Ich bin da vorsichtig mit. Ich möchte aber eigentlich wirklich nur rüberbringen, wie eben schon gesagt, kauft nicht zu schnell nach. Wir müssen hier auf ein Umkehrsignal warten. Ein Hammer, ein Doji, ein Bullish Engulfing, whatsoever. Von mir aus ein Umbrella Doji, das ist auch gut.
Aber das ist noch nicht der Fall. Wir schließen heute hier quasi am Tagestief und sind jetzt schon wieder 50 Punkte tiefer. Also langsam machen, langsam. Jetzt nochmal ganz kurz hierzu. Ein Oszillator. Wenn der überverkauft ist, wird der irgendwann einmal steigen. Aber jetzt zeige ich euch das mal hier. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart. Das sieht dramatisch aus. Ne? 14.700, das sind rund 1.500 Punkte. Der Oszillator, schaut mal da, wo jetzt hier die Maus ist. Ich ziehe jetzt mal das Fadenkreuz hier hoch. Das war an diesem Tag hier. Da war er das erste Mal überverkauft. Das ist bei, ich runde leicht, 14.500. Und hat er noch 1.250 Punkte verloren. Ist die ganze Zeit im überverkauften Bereich. Das hier sind fast 20 Kerzen. 4-Stunden-Kerzen. Da kriegst du also permanent eins auf die Nase, aber übelst. Nur weil er hier unten ist, heißt das noch lange nicht, dass er gleich hier hochdreht. Das kann noch über Tage so weitergehen im 4-Stunden-Sektor. Und so auch im Tag. Auch hier müssen wir genauso warten auf eine Umkehrkerze. Ich hatte gestern hier schon, weil auch hier die Bänder, ich mache das mal ein bisschen schöner, weil auch hier die Bänder aufgegangen sind und das 4-Stunden-Band hat sogar schon gedreht. Das war hier. Das hat ganze 16 Stunden gedauert, wo er dann so ein bisschen drin rumgehandelt hat. Aber er hat das nicht genutzt, um sich irgendwie nach oben abzusetzen. Zurück zum Tag. Aber man muss da wirklich aufpassen, deswegen haltet's Pulver trocken. Das ist der Tag. Also Unterstützung, das nur zum Sagen, habe ich hier dieses 38er von der langen Bewegung vom Corona-Tief im März 2020. Das ist bei 13.211. Da sind wir gleich dran. Das sind gerade nochmal 40 Punkte. Ich habe hier diesen Trendkanal, wobei der ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil er auch ganz gerne mal unterboten wird. Ebenfalls hier diese 170 Punkte jeweils. Ich habe eine sinnvolle Unterstützung hier, das ist das Gap vom 8.3. bei 12.831. Das ist das einzig Sinnvolle, was ich habe. Nirgendwo eine Entlastung, hier nicht, da nicht, nichts dergleichen. Ende Dezember hatte ich in einem Film gesagt, ich friere alle Sparpläne ein. Das habe ich auch gemacht, das war bisher richtig. Ich werde die jetzt wieder anfangen. Und zwar ist es per Morgen, fangen die wieder an. Bevor einer fragt, ich werde nicht sagen, was ich da für Sparpläne habe, weil das muss jeder für sich selbst machen. Ich habe also einen, der geht in Europa, ich habe einen, der geht in Amerika. Und ich habe auch hier Berkshire Hathaway, mache ich auch. Der war hoch bis 326, jetzt steht er bei 270. Die fangen per Morgen alle wieder an. Ich mache die mal zur Monatsmitte. Die fangen alle an und ich nehme die Raten, die ich nicht gekauft habe. Das werde ich jetzt aufteilen auf die nächsten 2 Monate. Das heißt, es sind jetzt 6 Monate, die ich nicht gezahlt habe. 3 Monate fliegen morgen rein und 3 Monate im Juli. Auch da lasse ich mir Zeit. Aber zumindest habe ich jetzt schon mal auf den DAX gesprochen, den Weg gespart von der 16.250 runter zur 13.250. Das kann man durchaus mal aktiv machen. Also die hänge ich jetzt langsam wieder rein, weil da habe ich schon einiges gespart. Ja, das weiß ich gar nicht, wo der Schnitt wäre, wenn ich die mal hier irgendwo gekauft hätte. Keine Ahnung. Nicht schön. Ich habe Scheine mitgebracht. Und zwar einmal eine Basis 12.224. Jetzt muss ich das Ding hier mal hier hochdrehen. Das ist nämlich ganz weit unten. 12.224, da sind wir noch unter diesem Tief, was wir hatten zum Ukraine-Konfliktbeginn, ja, hat momentan aber auch einen Hebel von 13. Das ist keine kleine Option. Einfach erstmal auf die Watchlist. Es ist noch nicht so weit. Das ist die GK12 Emil Peter. Dann habe ich einen, der ist ein bisschen höher. Für den Fall, dass ich dann hier ein Umkehrsignal bekomme, das ist jetzt wirklich nur, um euch darauf vorzubereiten, wie habe ich es euch gesagt, präventiv. Das ist ein 12.703er. Da sind wir also ungefähr hier. Jetzt müssen wir schauen. Wo ist denn eigentlich mein Fadenkreuz schon wieder hin? So, das hier war das Low bei 12.672. Ich bin also ein bisschen oberhalb von diesem Low. Der kommt aber wirklich nur dann ins Spiel. Ich packe mir jetzt überall rein auf die Watchlist, wenn wir irgendein Umkehrsignal haben. Das ist die GK16BZ. Ich habe aber auch einen Put. Den setze ich hinter diese Kerze hier. Bei 14.402, das ist ein 12er Hebel, GK6R10.0.
Ich selbst werde auf diesem Niveau keine Puts mehr kaufen. Das mache ich jetzt nicht. Weil, nochmal, nachdem wir jetzt hier ganz grob 1300 Punkte verloren haben, gehe ich auch davon aus, dass wir irgendwann mal durch irgendeine Nachricht ganz schnell mal 500 Punkte steigen können. Also ich möchte jetzt auf diesem Niveau nicht mehr short sein, halte mich aber mit den Longs erheblich zurück, mache das ganz, ganz gemütlich, zwing mich dazu, nicht immer vorm Bildschirm zu sitzen oder hier drauf zu schauen über irgendwelche Apps, sondern ganz, ganz langsam. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute und hoffe, dass ihr morgen zu dem Webinar kommt. Bye bye.